Ja, guten Morgen. Oh, dieser Thron ist bequem mittlerweile. Hat sich ein bisschen an uns gewöhnt, oder? Warum guckt ihr denn so? Und natürlich eure guten Morgen, Fische. Entschuldigung. 1, 2, 3. Du ein Fischi, deins. 2, 3, 4, 5. Jeder kriegt ein Fisch. Hier noch 2 mehr. 3. Schlagt euch drum. Ich muss leider zum Magier, Leute. Passt auf den Thronsaal auf. Ich frag mich, wie oft ich die komische Tränke noch nehmen muss, die der Magier hat. Die schmecken überhaupt nicht gut. Schmecken nicht nach Fischis. Schmecken auch nicht besonders nach tollen anderen Sachen. Soll ich heute... Ich nehme heute mal die Treppe. Ach, wie mache ich was vor? Das geht einfach viel, viel schneller. Ah. Früher war hier auf jeden Fall viel, viel mehr los. Guten Morgen. Morgen. Was? Ich weiß, dass es Abend ist. Für mich kann es doch morgen sein. Waren früher viel freundlicher, die Leute. Allgemein vermisse ich die Leute. Manu. Wenigstens der Magier ist noch da. Und meine Freunde. Ah. Irgendwie vermisse ich die zwei schon. Aber dann überlege ich mir auch immer, was die für einen Mist gebaut hatten. Hey! Guten Tag. Morgen. Ich versuche ja gerade eines dieser Kristalle wieder aufzubauen. Komischerweise verwandeln sich unsere Pferde verwandeln sich zwar in Untote, aber ich kann die Kristalle nicht eins zu eins nachbauen. Diese Kristalle tauchen einfach jedes Mal auf, aber wenn ich genau das gleiche versuche nachzumachen, geht's nicht. Hast du schon mal versucht, mit Fischis zu handeln? Es tut mir leid, das dich enttäuschen zu müssen, aber nur wegen Fischis funktioniert das nicht gleich. Ja, also lass uns nach oben gehen. Ja, wie lange muss ich diesen komischen Trank noch nehmen? So lange, bis es dir besser geht. Und wenn es dir nicht besser geht, musst du ihn weiternehmen. Geht's dir etwa nicht mehr besser? Mir geht's schon gut, aber das hat schon wehgetan. Also in dem Fall brauchst du mehr. In diesem Fall, lass mich für dich nochmal eines machen, okay? Ich Kannst muss dich du ein einfach bisschen noch... Fischi-Aromen reinmachen? Ja, kann ich machen, okay? Okay. Ich muss dich einfach vielleicht aus Fairheitsgründen noch einmal vielleicht schnell vorwarnen. Ich musste etwas Bestimmtes tun. Wegen dem Vater Zeit. Du weißt schon, wenn die Zeit kommt und Prophezeiungen. Ja, ja, die beiden sind ja wieder weg, deswegen. Das ist... Ja, deswegen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie die Prophezeiung weitergeht, aber du weißt ja, Erzmagier sind dafür zuständig, dass erfüllt werden. Und Bist du wahnsinnig? Nein, ich habe einfach nur das getan, was nötig war. Du kannst damit alles zerstören, das hast du mir gesagt. Naja, er hat hier nichts verloren. Du weißt ganz genau, in welcher Lage wir uns befinden. Ja, aber er hat hier nichts verloren. Er hat hier nichts verloren, aber das wird ja auch niemand merken. Niemand wird merken, dass er momentan hier ist. Wie, das wird niemand merken? Das wird niemand merken aus dem... Die letzte Aktion, wo du meintest, das merkt keiner, ist schon ziemlich nach hinten losgegangen. Seitdem trinke ich Tränke, die nicht mal gut schmecken. Naja, das ändert sich ja jetzt, ne? Also ich hau da noch ein bisschen Fisch rein. Das ist doch gar nicht der Punkt. Das da ist gefährlich. Ein bisschen. Was heißt hier ein bisschen? Ja, meine Katzen sind ein bisschen gefährlich, wenn sie über die Stränge schlagen. Das ist apokalyptisch. Das ist nicht apokalyptisch, okay? Niemand wird merken, dass er hier ist. Und, wir beide wissen es doch schon. Nein, es ist alles okay. Verdammt nochmal. Diese doofen Zutaten. Also, hier, normaler Zauber für dich. Nochmal. So, endlich. Mit einem doofen Fisch funktioniert es leider nicht.
Wenn du willst, kann ich es. Ich versuche es mal mit einem Fisch zu veredeln. Mal schauen, ob das funktioniert. Mal schauen, den ganzen Fisch hat es nicht genommen. Okay, und es tut mir auch wirklich leid, dass dir der Geschmack von diesem Zauber hier nicht gefällt, aber der muss einfach sein, okay? Das ist doch. Trinken. Ja, ich verstehe, es ist eklig. Hey, Flaschen nicht wegwerfen, zurückgeben. Also, mal schauen, ob wir es hinkriegen, dass unser wundervoller Paladin hier noch aufwachen kann. Ich weiß nicht, ich habe ihn hier beigerufen und eigentlich sollte alles klappen, aber die einzige Sache ist, ich habe das Gefühl, irgendwie war seine Seele gespalten oder sonst etwas. Warum ausgerechnet ihn? Naja, ich wollte eigentlich auch noch Baloo hierher holen. Ja, das hätte ich verstanden. Aber momentan hat er sich in einer ziemlich komischen Situation befunden. Ich habe nicht gedacht, dass das Klügste wäre. Weil du hast ihn nicht gefunden, stimmt's? Vielleicht. Wenn, dann ist es nicht an mir gelegen, okay? Das natürlich, natürlich nicht. Ich meine, den da findet man auch schnell, der alte Holzkopf da. Ja, jedenfalls. Unser Paladin, wir brauchen den dringend. Oh Mann, ich weiß nicht, wie wir das lösen können. Ich weiß wirklich nicht. Es reicht ja schon, dass wir die ganzen Leute dort weggeschickt haben und momentan ist ja auch alles sicher, aber die Magie breitet sich ja auch weiterhin aus. Early muss einfach zurückkommen. Wir brauchen unseren Paladin. Und schon gar seit der König weg ist. Er weiß gar nicht, in was für eine Macht ihn ihm ruht. Er kennt nämlich die mystischen, diese ganzen Geschichten von den Paladinen nicht. Weil es auch nicht seine Welt ist, wo diese Geschichten erzählt werden. Ja, und dennoch ist der Paladin-Zauber stets mit ihm. Egal in welche Welt er reist, aber er weiß es einfach nicht. Er ist um einiges stärker, als er es weiß. Und ich glaube, er ist um einiges stärker, als du überhaupt von ihm denken vermagst. Oh Mann, bitte komm zurück. Naja, er war dumm genug, einem fremden Gott zu trauen. Ich kann eigentlich momentan nichts anderes tun. Naja, er war dumm genug, einem fremden Gott zu trauen. Aber andererseits hast du ihn ja auch dazu gebracht, ihm zu trauen, verstanden? Das ist ja... Deine Aufgabe war es, ihn eigentlich zu behüten, aber... Hab ich ja gemacht. Naja, mit welchem Ergebnis? Naja, dass ich jetzt schlechte Tränke trinken muss, während du einen von den beiden aus den Augen verloren hast. Ja, das ist ja nicht meine Schuld, dass du es nicht hinkriegst, ihn zu töten. Und vor allem, wie konntest du eigentlich auf die Idee kommen, ihn so leichtsinnig töten zu wollen? Was heißt hier leichtsinnig? Naja... Hab lang genug abgewartet gehabt. Early Boy muss jetzt einfach nur seinen Körper finden. Seine Seele muss sich mit seinem Körper wieder zurücksetzen. Ich weiß nicht, ob ich es versuchen sollte mit einem erneuten Zaubertrank. Es könnte sein, dass vielleicht etwas schief geht, dass ein... Oh Mann. Egal. Der Holzkopf ist hart im Nehmen. Riskier's. Jetzt ist er schon hier. Ich meine, wirklich. Wir brauchen seine Hilfe schon irgendwie. Ich meine, alles hängt von ihm ab. Was schon traurig genug ist. Na gut, versuchen wir es. Masandra Goram Dendala Nasam Durandiyadiya Goram Vajim Noom Bhavandiyama Hariyamo Vumbayane Nambayane Yumbaya Noom Bhayasimdira Gorimalaya. Was ihn kaputt gemacht? Naja, irgendwo hier sollte er auftauchen. Early Boy, bist du hier? Hallo? Paladin? Ich guck mal unten. Paladin? Early? Early? Paladin, wo bist du? Hey, Magier! Glaubst du, der kennt seinen Namen noch? Er sollte seinen Namen schon kennen, ja. Warte mal, vielleicht reagiert er einfach auf Paladin nicht. Warte mal. Holzkopf! Genau. Holzkopf? Was hat der noch? Kind Gaias?
Als Kopf? Hallo, Kind Kalas. Aua! Er ist hier. Unser Paladin ist hier. Der Paladin ist zurückgekehrt. Hi! Na? Geht's dir gut? Hallo. Kann ich dir ein Fischi anbieten? Bitteschön. Ja, ich kann hier. Ja, genau. Hier, nimm mal. Hühnchen und Fleisch und. Was ist hier? Wo hast du denn das ganze Essen her? Ich verstehe nicht, was macht ihr hier? Wer bist du und wo bin ich? Warum? Was ist ein Paladin und. Verdammt! Was denn? Ich habe ganz vergessen, dass wir ihn ja belegt haben mit einem Vergessenszauber.